Remedy. Epic Games. DT3. Bestimmte blinkende Bilder oder Lichtmuster können bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung epileptische Symptome auslösen. Falls du das nicht hattest oder so, oder du dich unwohl fühlst beim Gucken dieses Videos, dann lieber aufhören, ne? Und damit herzlich willkommen bei Alan Wake Remastered. Hi, schön, dass du den Weg auf meinen Kanal gefunden hast. Du scheinst ja dann vielleicht doch ein bisschen auf Horror und alles zu stehen. Hey, ich war noch nicht fertig. Und damit herzlich willkommen hier bei Alan Wake Remastered. Ich würde sagen, der eine oder andere kennt es. Ich bin gespannt, was passiert. So, Spiel fortsetzen können wir nicht. Wir wählen neues Spiel auf normal. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Alan Wake. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Folge 1. Albtraum. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Steuerung umkehren? Nein. Sie können die Kameraeinstellungen in dem Menü bla bla bla. Gehen Sie mit L. Halten Sie gedrückt zum Rennen. Kontrollpunkt erreicht. Schön. Ich war es nicht, ich schwöre, ich hab den nicht angefahren. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Okay. Hallo. Hallo, lieber Zuschauer. Oh, ich wollte gerade so... Okay, das geht nicht. Ich wollte gerade so spielen. So, hallo, lieber Zuschauer. Ich bin Alan Wake, Schriftsteller. Da blinkt irgendwas. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Sammelbare Thermosflaschen gehört eine von 100. Okay, wir können springen. Haben wir ein Inventar? Oder sowas? Ich bin manchmal immer so ungeduldig. Okay, Steuerung ist auch gut. Hä? Hallo, ich kann nicht rennen, oder? Fokussieren. Billiger Horror
und großkotziges Geschwafel. Mehr haben sie nicht drauf. Sieh mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Ja, tu ich. Schreib mich nicht an. Sie haben den Termin verpasst. Ich kann mich nicht aufhalten. Noch einmal, weichen Sie aus. Ja, bitte. Au. Au. Hä, ich drücke doch. Hä? Wie? Ich verstehe es nicht. Aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Oh Gott. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Alter. Wäre ich fast draufgegangen. Wie fühlt es sich an, nicht schon wieder. Durch die eigene Schöpfung umzukommen? Das ist nicht dein Ernst. Warum habe ich das Gefühl, dass es alles nur ein Traum ist? Das ist nicht echt. Das kann nicht echt sein. Warum rennt der nicht? Alan, bitte. Tu mir das nicht. Was? Gott. Ja, ich beeil mich schon. Ich kann nicht schneller. Es tut mir leid. Der Axtmörder. Oder irgendwas? Ich saß fest. Es gab keinen Kommen. Ach du Kacke. Ja, tu ich. Ich will doch raus, aber hier lässt mich irgendwie keiner raus. Au. Oh. Dem Licht nach. Dem Licht nach. Okay, mach ich. Alter. Sie sind verletzt. Sie sollten ja ins Licht gehen. Nur dort sind Sie sicher. Okay. Okay, das Licht heilt uns, das ist schon mal gut. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Erzähl mal. Es lautet so, denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und noch ruhiger wegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Die Taschenlampe auf ihn und verteilen Sie die Dunkelheit.
Alter. Gut gemacht. Danke. Wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Okay, Dunkelheit, Licht und dann erschießen. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Mit dem Verstärken des Lichts mit L2 Blenden, Blendenfeine und Dunkelheit, bla bla bla. Oh, verdammte Scheiße. Oh, was kann ich denn hier machen? Leuchtpistolen. Okay. Okay. Krass. Okay, oh, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe das jetzt ganz schnell gemacht, weil ich tatsächlich kurz stirb selber. Okay. Damit kann ich ewig weitermachen. Lauf, Alan, lauf! Wow! Lauf schneller! Warum läuft denn der so komisch? Der rennt nicht mal. Der läuft einfach nur komisch. Da ist das Licht. Geschafft, glaube ich jedenfalls. Aber wer ist die Dunkelheit? Warum sind wir im Traum und warum, wieso, weshalb? Oh oh. Welcome to Pride Falls.
im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch nicht. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Danke. Hast du jetzt genug meinen Rücken fotografiert? Ich habe gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ich bin doch hier. Okay, die Fähre verlassen. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Carl Stucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Mach das nicht. Lass mich nicht alleine. Die Dunkelheit wird kommen. Sie wird uns auffressen. Danke, dass du mitgekommen bist. Immer wieder gern. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Das ist schön. Ich habe den Starship vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Auch schön. Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. So, als nächstes müssen wir Carl Stucky finden. Ein schönes Diner übrigens. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon 2. Okay. Sehr gut, dass Sie... Was wollte ich sagen? Ein schönes... Oh, bitte. Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Oh, der guckt doch da schon wieder ins Klo hin, als ob die Dunkelheit... Ne? Sind Sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 so viel Feierabend. Zum ruhigen Urlaub. Danke, Ross. Wir werden daran denken. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kalkulat Nummer 6 in der Jukebox. Okay, alles klar. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Ist das sein Ernst? Kalkulat schon wieder? Das ist einfach widerlich.